Als das Krankenhaus in ihrem Heimatland diesen Eltern mitteilte, dass sie nicht die Mittel hatten, ihre siamesischen Zwillinge zu trennen, standen sie vor einer schwierigen Entscheidung. Und die Opfer, die Laurel Lynn und Abel für ihre Töchter gebracht haben, werden dich daran erinnern, was es bedeutet, hingebungsvolle Eltern zu sein. Als Laurel Lynn und Abel erfuhren, dass sie Zwillinge erwarten, dachten sie, dass die schwierigste Herausforderung darin bestehen würde, sie beide gleichzeitig zu ernähren. Aber da lagen sie völlig falsch. Bellany und Beleni wurden am 4. Februar 2016 geboren. Sie waren am Kreuzbein, einem dreieckigen Knochen an der Basis der unteren Wirbelsäule, zusammengewachsen. Siamesische Zwillinge sind selten und machen nur eine von 200.000 Geburten aus. Davon werden nur 6% mit der gleichen Art von Verbindung wie Bellany und Beleni geboren. Aber die Ärzte brauchten ihren Fall nicht im Detail zu untersuchen, um sicher zu sein, dass die Gesundheit der Mädchen auf dem Spiel stand und ihr zukünftiges Überleben ungewiss war. Die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sie ihre Teenagerjahre erreichen würden, war, sie zu trennen. Aber das Krankenhaus, in dem sie geboren worden waren, war nicht für einen solch invasiven Eingriff ausgerüstet und auch kein Ärzteteam in der Dominikanischen Republik konnte helfen. Abel und Laurel Lynn hatten nur eine Möglichkeit, ihre Mädchen zu retten. Sie mussten in die Vereinigten Staaten reisen, um ein Ärzteteam zu finden, das Bellany und Beleni sicher trennen konnte. Und sie zögerten nicht, diese Chance zu ergreifen. Es dauerte etwa 6 Monate, um diesen lebensverändernden Umzug in die USA zu organisieren. Zum Glück hatte Laurel Lynn einen Freund, der in einem großen Krankenhaus in den USA arbeitete. Es dauerte jedoch fast ein Jahr, um die Operation vorzubereiten und das gesamte Fachwissen zu sichern. Bei der Trennung von siamesischen Zwillingen gibt es keinen einfachen Weg zum Erfolg. Jedes Zwillingspaar ist einzigartig und stellt eine besondere Herausforderung dar. Aus diesem Grund bereiteten sich Spezialisten, Krankenschwestern und Chirurgen monatelang im Voraus vor. Das Ärzteteam nutzte sogar einen speziellen 3D-Drucker, um ein lebensechtes Modell des Körpers der Zwillinge zu erstellen, das ihnen half, die eigentliche Operation zu planen. Das war eine große Hilfe, konnte aber den Stress bei der Durchführung der eigentlichen Operation nicht mindern. Trotz ihres beeindruckenden Lebenslaufs auf dem Gebiet sollte die Trennung von Bellany und Beleni die erste ihrer Art sein, die im Staat New York durchgeführt wurde. Am Morgen des 17. Januar 2017 arbeitete ein Team von mehr als 50 medizinischen Fachkräften bis zu 21 Stunden lang, um Geschichte zu schreiben und das Leben der beiden Schwestern zu retten. Im Nachhinein sagt das medizinische Expertenteam, dass es wirklich eine gewaltige Aufgabe war. Obwohl sie auf ihr medizinisches Fachwissen vertrauten, gab es eine Menge Variablen, die das Endergebnis beeinflussen konnten. Bei der Trennung von siamesischen Zwillingen besteht immer die Möglichkeit, eines oder beide Babys zu verlieren. Jedes Teammitglied musste sein Bestes geben, und da sich die Operation so sehr in die Länge zog, mussten sie auch gegen ihre eigene Erschöpfung ankämpfen. Als der Teil der Operation, bei dem es um die Trennung ging, vorbei war und beide Mädchen lebten und atmeten, stieß das Team einen Seufzer der Erleichterung aus. Nachdem dieser Teil der Operation abgeschlossen war, mussten einige Hauttransplantationen vorgenommen werden, um die Stellen zu reparieren, an denen die beiden Körper nicht mehr miteinander verflochten waren. In den ersten Wochen wurden die Mädchen auf der Kinderintensivstation untergebracht, wo sie auch ihren ersten Geburtstag feierten. Kein Elternteil möchte den Geburtstag seiner Kinder in einem Krankenhaus verbringen, aber für Abel und Laurel Lynn gab es keine größere Freude, als zu wissen, dass ihre Töchter wieder gesund werden. Trotz des Erfolgs der Operation mussten sich die Mädchen an ihre neu gewonnene Unabhängigkeit und Freiheit gewöhnen. Sie waren nun physisch getrennt, aber es war klar, dass sie immer noch mit ihren Herzen verbunden waren und sich sogar von ihren getrennten Betten aus Küsse zuwarfen. Zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben gab es eine physische Distanz zwischen ihnen. Von den beiden Schwestern war Bellany die stärkere. Sie begann zuerst zu laufen und ihr Entwicklungsprozess entsprach dem eines normalen Kleinkindes.
Beleni hatte sich im Mutterleib weniger entwickelt und es wurde auch ein angeborener Herzfehler diagnostiziert. Außerdem hatte sie Mobilitätsautismus und eine Sprachverzögerung. Während Belani bereits laufen konnte, krabbelte Beleni noch, aber zumindest bewegte sie sich von selbst. Und trotz der schwierigen Umstände ihrer Geburt bewiesen diese unglaublichen Zwillinge, dass viele Kritiker Unrecht hatten, als sie mehrere der für sie vorgesehenen Meilensteine in ihrer Entwicklung erreichten und übertrafen. Die Ärzte waren unglaublich beeindruckt von den Fortschritten, die die beiden Mädchen machten, und lobten die Eltern für ihr Engagement für das Wohlergehen ihrer beiden Töchter. Natürlich wurden beide Zwillinge einer Physio- und Ergotherapie unterzogen, um ihre Entwicklung zu fördern, aber auch um die Eltern darin zu schulen, wie sie sich am besten um die beiden Mädchen kümmern konnten. Tatsächlich spielten Laurelin und Abel eine entscheidende Rolle auf dem Weg ihrer Töchter. Zunächst einmal mussten sie ihre Heimat verlassen und in ein fremdes Land ziehen, das mehr als 1500 Meilen entfernt war. Sie waren gezwungen, auf die Unterstützung von Familie und Freunden zu verzichten und einen Vertrauensvorschuss einzugehen, um für eine unbestimmte Zeit umzuziehen. Außerdem waren Laurelin und Abel beide spanischsprachig und konnten kaum Englisch, sodass sie die meiste Zeit einen Dolmetscher hinzuziehen mussten. Beide mussten ihre Jobs aufgeben und waren auf Sponsoren angewiesen, um den medizinischen Eingriff und die anschließenden Therapiesitzungen bezahlen zu können. In der Zwischenzeit mussten sie Geld für ihre Visa und Arztrechnungen auftreiben. Sie beantragten alle möglichen Kredite und nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland waren sie hoch verschuldet. Sie gingen sogar so weit, ihr gesamtes persönliches Hab und Gut zu verkaufen, das sie zum Teil mit Blut, Schweiß und Tränen zusammengetragen hatten. Sie würden keine materiellen Besitztümer für ihre Kinder schonen, denn Belani und Beleni waren nun ihr wertvollster Besitz. Obwohl die Familie für die Hilfe aus den USA ewig dankbar sein würde, wollten sie in die Dominikanische Republik zurückkehren. Bevor sie abreisten, gaben sie mehrere Interviews, um ihre ungewöhnliche Geschichte mit der Welt zu teilen. Die Geschichte ihrer Bemühungen und Opfer berührte unzählige Herzen. Diese liebevollen Eltern wurden als Helden gefeiert, aber das war nicht ihre Absicht. Sie wollten, dass ihre Geschichte eine Botschaft der Hoffnung in einer Situation ist, in der es keine Hoffnung mehr gibt, und dass sie auf die Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen siamesische Zwillinge und ihre Familien jeden Tag konfrontiert sind. Ihre Mädchen haben seit ihrer Geburt einen langen Weg zurückgelegt, und auch wenn sie immer noch besondere Pflege benötigen, wissen ihre Eltern, dass sie ohne ihr großes Opfer heute nicht hier wären. Sie leben im Glauben, dass beide Mädchen im Leben aufblühen und ihren Weg gehen werden, so wie Gott es für sie vorgesehen hat. Was für ein schönes, hoffnungsvolles Ende. Würdest du jemals in Erwägung ziehen, in ein anderes Land zu ziehen, um medizinische Hilfe für einen geliebten Menschen zu bekommen? Bist du der Meinung, dass Menschen unabhängig von finanziellen Möglichkeiten freien Zugang zu solchen lebensrettenden Operationen haben sollten? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.